Habe ich noch einen Trank aktiv? Ja. Soll vielleicht gleich mal so einen Gifttrank nehmen. So. Jetzt habe ich nicht mehr. Der neueste Baseballspieler mit diesem Knopf. Ja, irgendwie schon, ne? Bist du bereit für einen Home Run? Danach gibt es einen Strike und dann schieße ich ein Tor. Oh Mann. Oh, hab schon jetzt Eis. Oh, oh Gott, ja, ich bin tot. Ja. Oh. Geh weg. Also nur weil dieser Eisangriff immer kommt, heißt nicht, dass du immer daran sterben musst, ne? Ja. Doch. Ja, Prophezeiung. Schon, die Prophezeiung muss sich erfüllen. Ganz toll, ey. Wird nie aufhören zu brennen. Nee. Ich werde stärker und stärker brennen. Die brennende Faust. Elite Boss. Oh. Ja, schon wieder so ein blöder Werwolf. Oh, sehr gut. Ja, zieh ihn in meine Flammen rein. Oh Mann. Da ging er noch. Wo gehen wir lang? Gehen wir da lang. Hey, was geht? Boom. Was ist da oben noch? Oh, ja. Kreischende Höhe. Falle. Ja. Da war einer, das Gerät ist da eingetreten. Ja, der ist da reingelaufen. Aua. Boah. Ich hab auch nicht. Nein. Dieser blöde Feuerfreak. Warum bin ich denn? Warum bin ich da eigentlich nicht? Ich bin direkt hier gespawnt. Keine Ahnung. Ich wollte mich eigentlich zurückziehen, als ich gemerkt habe, dass du tot warst, und dann hat es mich schon erwischt. So, jetzt wird Zeit für einen Gifttrank. Hab ich nur einen. Ich glaube, ich auch erkennt nicht. Man sofort an, die sind grün. Ja. Ich glaube nicht.
Dann nehmen wir schwaches Elixier des Schmetterns. Ich will da ein Ding hier frei. Was ist hier los? Darf ich auch mitmachen? Ich wollte diese Schlange mit meiner Feuerwelle erledigen. Schon wieder gefangen, ey. Ja, Leute, müssen wir Leute noch retten. Sind wir irgendwelche Retter oder was? Oh. So viel Gift schon. Wie viel Gift, das war Feuer. Ja, ich habe so ein Gift. Wir haben mit Feuer. Oh. Da, da. Alter, ich habe mich doch geheilt. Oh, oh. Er ist durch mich durchgerannt und hat mich gekillt. Boah, boah. Genau, okay, der ist da. Bist du denn? Er ist. Voller Flash, ey. Ja. Ah, die Hälfte ist schon wieder hier zurückgegangen. Ich muss warten. Oh, da ist noch einer. Ah. Okay, ja. Aber Feuer. Alter, ey, das tötet mich sofort. Ey, da steht nur, ich wurde getötet. Da steht nicht mal von wem. Ich wollte da rausrutschen. Dann hat mich sofort gekillt, als ich da durchgerutscht bin. Viele Eisdinger. So. Wollte gar nicht aktivieren. Noch nicht. Komm her. Vielleicht warten, bis ich die befreie. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Okay. Ein kleiner von mir. Oh, Tagebuch. Hört ihr es? Das Heulen. Dieses unheimliche Heulen. Ich kann nicht mehr sagen, ob ich. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, ja, Schatten, geh weg. Okay, er war irgendwo ein Tagebuch. Ist er eingesammelt? Ja. Okay. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe das aufgesammelt. Und dann fragst du mich, hast du das aufgesammelt? Na, no, überall ist Feuer. Boah, so viel Geld, so viel Geld. Oh. Bei deiner vorbeigelaufen. Ich bin nicht reingerannt und gestorben. Ja.
Aua. Oh. Paragon-Punkt. Schaden des Typs physisch. Ich glaube, ich will ja das. Ich glaube, maximale Leben. Nein, mehr Schaden. Warum habe ich denn das hier aktiviert? Ich will das hier. Oh, mach ich das schneller hin. Oh, was Legendäres. Sehe ich gerade. Wieso geht das sogar schneller, wenn ich rumgehe? Das war immer so ruhig, ja. Gott, so viel Feuer. Ich bin kein Fan davon. War kein Feuer. Feuer macht mich so wütend, dass ich brenne. Aber warum? Ja, genau das meine ich dann. So einer hat mich durch dich durchgerannt, ey. Hat eine Feuer Scheiße hinter sich hergezogen, ey. Das war eine Bremsspur des Feuers da, ne? Ja, das ist der Hintern über den Boden gerutscht, ey. Ja, das ist der, wie heißt dieser Wagen von Zurück in die Zukunft? Der DeLorean. DeLorean, genau. Das ist der Mandalorian. Da auch mal ein Gegner. Oh. Seid ihr die Bosse? Ja, was zum. Na, aber warum nicht, ne? Die eine Glyphe kann ich voll auf hochleveln. Von Level 4 auf Level 6. Weil ich so wenig Punkte braucht. Ich drücke oder Anschauscheine. Oh, da wäre eigentlich nicht schlecht. Dieser Ring. Dann habe ich wieder meine Explosionsramme. Drei maximales Leben. Der Gegner betäubt, überwältigt und kritischer Treffer. Die eine Chance abzuzacken, aber ja, ich hätte lieber das. Cool. Das war eine Ramme wieder explosiv. Okay. Dann raus hier. Was ist das? Heulende Höhle. Boom. Ich habe schon wieder nicht ein Ereignis hier gefunden. Dann hast du ein Ereignis? Nee. Ich sage, wir haben das Ereignis nicht gefunden. Ja, muss ja nicht immer ein Ereignis sein, ne? Doch. Schon mal so ein leeren Schrein. Ich habe nur noch, ich glaube, ich bin nur ein Punkt entfernt von dem Baum. Aber erst einmal, da will ich meinen Schmuck hoch. Ich
Ich habe viele schöne Stücke. Edel und selten. Cool. Oh, jetzt habe ich den Ansturm und die Feuerexplosion um mich herum. Das habe ich als Beste von beiden Welten. Ja, es ist geil. Ich bin geil. Ja, sehr schön. Ja, Abklingzeiten von Fähigkeiten. Ich habe euch ganz oft den Aspekt gekriegt, dass man durch meine Skelettfigur. Ich habe ja nur die Hälfte gehört, ey. Ja, was soll ich denn dagegen machen, ey? Ich habe einfach nur, ich habe den Respekt bekommen, dass mein Skelettkrieger. Ja, weiß ich auch nicht, okay. Was ich dagegen machen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Ausbeute. Denke mir so, ja, wenn ich warte, dann kommt da wahrscheinlich noch was. Aber dann kam ich. Weiß nicht, warum das so ist, ey. Auf den Aspekt gekriegt, um meine Skelettkrieger zu erhöhen. Okay, gut, solange das stackt, ne? Ja, ich kann ja keine. Ich kann die ja nicht noch weiter erhöhen. Ich sammle ja den Aspekt. So. Ich gehe mal kurz zu Gerkul. Weil da ist eine Quest irgendwie noch. Und da rechts neben ist so ein Schrein. So ein Lilana. Böses Pferd. Das ist nur eine Leiter. Das kann ich hier nicht tun. So. Schon wieder Grube des toten Mannes. 37. Bleh. Also ich habe nichts mehr Interessantes. Dann schauen wir mal. Ich auch nicht, aber ich habe auf Stufe 42. Sehr geil. Das kann man machen. Das ist ja mal eine Glyphe, meine. Hier sieht man gar nicht den Level. Da ist ein bisschen doof. Ja. Hey, hallo Edgar. Na, wenn das nicht der Wüstenwanderer ist, rüstig wie eh und je, wie ich sehe. Leider kann ich euch auch diesmal keinen ausgeben. Ihr habt nicht zufällig dort draußen gerade eine alte Frau gesehen, oder? Nein. Eine Freundin hätte sich hier mit mir treffen sollen. Nein. Ich fürchte, dass sie aufgehalten wurde. Es ist riskant, bei all den Rittern dort draußen mein Gesicht zu zeigen. Oh, ich liebe es, wie unsere Charaktere mit Persönlichkeit und Charakter gefüllt sind. Habt ihr eine Frau gesehen? Nein. Nee, ich mach das. Frau mit weißen Haaren, ey, das schwingt halt ein. Mein Charakter hat gesagt, ich werde sie erledigen. Grüße. Ich werde sie erledigen. Okay, what?
Hier ist er. Wir müssen jetzt danach suchen, Daniel, wie nach Frauen dieser. Bist du die alte Frau? Auf deine alte Frau mit orangefarbenen Schal gesehen? Durstig, was? Ich glaube, ich weiß, wen ihr meint. Sie wohnt schon seit ein paar Jahren hier. Eine bist du die alte Frau? Schon gut, lass dir Zeit. Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht eine umgedrehte. Sophie oder so ähnlich. Kommt nicht oft in die Kirche. Oder ist der in mir? Ich glaube, der ist in mir. Machen könnte. Ja, boah. Das war merkwürdig. Bist du die alte Frau? Ja, das klingt nach Suna. Sie ist an den meisten Markttagen hier. Aber in letzter Zeit habe ich sie nicht gesehen. Ein Haufen Leute sind auf einmal nicht mehr da. Ich auch nicht. Besser, ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber. Es heißt, dass derjenige, der so... Ja, Leute leben, Leute sterben. Das ist der Kreislauf des Lebens. Was ihm nicht gefällt. Das ist der Kreislauf des Lebens. Der ewige Kreis. Bist du die alte Frau? Suna. Ja, es ist letzte Nacht geschehen. Die Reuigen haben sie unter Verdacht der Ketzerei verhaftet. Sie waren auf der Jagd nach jemandem. Haben tagelang Leute zusammengetrieben, um sie zu befragen. Sie haben ein Haus besetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Ihr könnt aber unmöglich hineingelangen. Es wird Tag und Nacht bewacht. Okay. Oh, wie sollen wir denn? Wir schon wieder 5 Minuten gebraucht. Scheinbar auch gerade 8 Minuten. Egal. Verdammt. Das ist Osricks Werk. Der Bastard hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Er ist der Hauptinquisitor. Ja, ein echter Fanatiker, der nicht mit sich reden lässt. Ich hab's versucht. Wir gehen folgendermaßen vor. Zeigt der Wache diese Insel. Sagt, ihr hättet eine Botschaft für ihren Kommandanten. Wenn ihr drin seid, müsst ihr sie auf jede erdenkliche Weise ablenken. Wenn die Stimmen in deinem Kopf nicht aufhören zu reden, ey. Ja, dem Daniel sollte es niemals ein Geheimnis erzählen, ne? Das hat sehr gut gepasst, ey. Ich werde jeden davon erzählen. Absolut jeden, diesen Fremden, den ich gerade getroffen habe, den erzähle ich davon. Okay. Ihr seid ein neuer Informant? Eure Aufmachung ist ziemlich seltsam. Awesome, awesome. Wir arbeiten heutzutage wohl mit jedem. Los, ja, wenn du mir zu nahe kommst, fange ich an zu brennen. Ist doch bestimmt schon tot, ey. Das ist doch schon, ey. Nathan ist schon wieder Zeus, ey. Wir wissen, dass ihr mit dem Deserteur befreundet seid. Unsere Spion. Einer der Informanten ist hier. Oh. Na, heraus damit, was gibt es? Habt ihr den Deserteur gefunden? Ich bin der Deserteur. Mein Gott, der hat einen brennenden Schild und einen brennenden Speer, ey. Oh, die will ich haben. Warum lässt sich dir diese Frau? Was? Wer seid ihr? Ihr gehört nicht zu den Stammkunden. Moment, euch kenne ich doch. Ihr seid der Ketzer aus Caldeum. Es wird mir eine Freude sein, euch brennen zu sehen. Ich werde bedroht. Dieser Fehler wird euer letzter sein. Ich werde gar nicht angreifen. Was zum... Ich war noch nicht mal im Kampf drin, die sind schon alle umgekippt. Ich muss euch beeilen. Ich bin angefasst. Wer ist das? Ich kam gerade erst aus der Cutscene und die kippen schon alle um. Die haben mich angefasst, ich habe mich verteidigt. Was? Oh, Höllen. Osric muss es aus jemandem herausgefoltert haben. Ich muss zurück sofort. Ihr habt heute ein Leben. Herauskitzeln. Viele weitere. Was war denn das jetzt für ein Movement? Der hat den Speer so gezogen, der wieder sitzt. Wollt, begeht euch zum Aussichtspunkt von Caldeum. So schnell ihr könnt. Hast du nicht gesehen, ne? Nee. Wie macht der? Er geht aus der Angriffsposition in seine, was weiß ich, Position, ey. Also, was Edgar für ein Name, ey. Deine Eltern haben mich bestimmt gehasst, ey.
Er hätte uns nicht da drin erzählen können, echt. Edgar hat an einigen verlassenen Gebäuden südlich von Caldeum Leute vor den Rittern versteckt. Vielleicht gibt es auch so einen Erfolg, Daniel, dass du wären dort sicher. Aber niemand alle Leute komplett anquatschen musst. Ja, bestimmt. Er wird nie aufhören, sie zu jagen. Könnt ihr hingehen und Edgar helfen? Was ist das eigentlich mit den Trophäen bei PlayStation? Gibt es da nur was er jetzt Punkt, auch Punkte für? Er verdient die Chance. Ja, da gibt es irgendwie so ein Level, dass man hier so ein Spielerlevel, das man hat, wenn man genug Trophäen hat. Aber ich frage mich nicht, wie das funktioniert, wie viel was für Trophäen, wie viele Punkte geben oder so. Bei Gamescop, bei Xbox ist halt ja jeder Erfolg so und so viel Gamerscore. Ja, das weiß ich. So immer so ein paar Punkte, so 10, 20 und so was, ne? Ja, glaube ich. Da kannst du jetzt nicht wirklich irgendwas machen, das ist einfach nur. Das ist wie so ein Level, ne? So zum Angeben ja. Halt, ne? Was heißt Level? Die Punkte werden alle zusammengerechnet, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele. Bei PlayStation war am Anfang nicht so, aber irgendwann haben die halt auch so eingeführt, glaube ich. Oder irgendwie haben die halt so geändert, weil irgendwann waren die Punkte irgendwie mehr wert oder man hat mehr Punkte gehabt oder so, ich weiß es nicht. Okay, jetzt sind eine Menge Gegner. Aber ich finde das mit den Trophäen besser bei PlayStation. Sind Trophäen anschaulicher. Also, du hast ja auch so was wie Platin-Trophäe, da gibt es bei Xbox nicht, ey. Ja. Wenn du aber alle Trophäen hast, dann schick. Ja, dann bekommst du. Ganz toll, ey. Herzlichen Glückwunsch. Dann hast du so neben den Spieldingen hier irgendwie so eine Trophäe daneben, so, oh, du hast dieses Spiel komplett abgeschlossen und so. Ja, dann kriegst du noch eine Trophäe dafür, dass du alles abgeschlossen hast. Das gibt es bei Xbox nicht, ey. Ja. Wenn du das Menü öffnest, steht dann so eine Nachricht, du hast alle Erfolge von Spiel. Ganz toll. Wen interessiert das? Ja. Ich kann dir mal zeigen, so für die Aufnahme, wie das so aussieht. Aber keine Ahnung, wenn ich das finden würde. Mit der zu übersehen kann sie. Da sind die Trophäen von Diablo. Wenn ich jetzt wüsste, wo man die alle anschauen Eis. Kann. Ja, ist egal. Ich zeige da noch einmal kurz. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich all meine Trophäen nochmal ja sehen kann. Gute Frage. Wenn ich wüsste, wo das ist. Hier. Ja, jetzt sind wieder alle. Wo kann ich denn alle meine Trophäen sehen? Nein. Na, alle Trophäen. Ne, immer noch nicht alle. Wenn ich wüsste, wo man jetzt hier alle anzeigen kann, ne? Wäre noch besser. Das ist dann ein bisschen einfacher, ey. Oder muss ich da nicht suchen? Ich gehe einfach auf alle Erfolge. Ja, ich weiß nicht, wo man das sieht. Ich tue halt auf Screen nochmal. Na, gucken. Sag ich mir, er hat Folge Docs wahrscheinlich nicht. Und sehe. Keine Angst, an den Ghetto verteidigen kommen die sowieso. So bei PlayStation 4 fand ich irgendwie einfacher, so das Menü. So, warte, ist ein Lilip. Attack von Lilip. Yay, intelligent. Power Party. Wo müssen wir überhaupt hier hin, ey? Weil ich hier ist eine Stelltruhe. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, ich auch nicht. Irgendwo da rechts war so eine. So, ich fest. Ich wollte einfach hier so lang. Schatzgoblin. Er ist tot. Aber ein einheiliges Schwert gedurft. Ihr habt ihn schon mal besser.
Ja, mein Gott. Was ist denn hier los? Eis. So. Nein, also irgendwas Legendäres. Ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen. Wo kann man das hier nachgucken? Aua. Sag mal, habe ich noch nie die Trophäen hier alle nachgeguckt? Stehe nicht. Ist auch blöd gemacht. So, sag. Ich brauche mal überlebe im Menü. Ich bin noch nicht bereit. Laufen wir richtig, ja. Ich bin noch nicht bereit. Da. Ja, wollten wir hin. Bin ich weit am Fliegen. Ich hinkriegen, mal ein Star Wars Multiplayer Game wieder zu machen, ey. Die hat nicht hinkriegen? Ja, die kriegen das nicht hin, ne? Ja, bei den Freunden machen die das ja nicht mehr. Da will ja nicht mal unterstützen, ne? Ja, ne, schon lange nicht mehr. Und zwar wegen Battlefields. Die Leute, die da gearbeitet haben, sind so Battlefield. Ja, ja. Da gibt es irgendwie so ein anderes Spiel, irgendwie da gibt es irgendwie so eine riesige Mod, so eine riesige Star Wars Mod irgendwie. Das soll irgendwie so was inoffizielle Battlefront 3 sein. Okay, weiß ich nichts von. Das ist irgendwie auch so ein Weltraumspiel irgendwie. Da kannst du auch so hunderte von Leute gegen 100 kämpfen irgendwie. Ich hätte noch mehr retten sollen. Und das ist eine riesige Star Wars Mod irgendwie. Wären diese Leute vielleicht noch am Leben? Wo die Raumschiffe und. Empire at War, oder? Ich weiß nicht, wie das nochmal heißt. Das Leben kosten. Ja, kann gut sein, ja. Das ist von irgendeinem anderen Spiel, also ich weiß ja, nicht. Ja, gibt jetzt mehrere Sachen von. Wir treffen uns dort. Also gut. Lasst uns gemeinsam für Gerechtigkeit sorgen. Nehmt, was ihr braucht. Der Ort ist die Lösung. Dann auf dem Bazar vor den Toren von Caldeo. Bastard wird für seine Taten büßen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ich gucke gerade nach. Huge Star Wars Mod. Total Conversions heißt das irgendwie. Mach ich dir mal ein Video von irgendwann zeigen. Mod von Total War. Total Conversions heißt das Spiel, glaube ich. Ja, habe ich noch nie von gehört. Ey. Aber ich habe schon irgendwie Clips davon gesehen. Es sieht schon so aus wie so ein modernes Battlefront, ehrlich gesagt. Oh, toll. Ich mal ein Video irgendwie so zeigen. Ja, das Spiel wird immer noch am Leben gehalten durch die Modding-Community. Naja. Voll, die haben ganz neue Charaktere hinzugefügt in das Spiel, ey. Nicht einfach nur Skins und so was, ey. Ja, ja. Hab eigene Helden da reingepackt, ey. Ja, hab ich mal gesehen, so Mace Windu, Ahsoka und so, ne? Ja, die haben sogar eigenes Moveset, ey, meine Fresse, ey. Also mal sehen, die Modder sind besser als die aktuellen Firmen, ey.
Ich bin ja, da ist schon lange nichts mehr Neues. So wird Skyrim auch schon die ganze Zeit am Leben gehalten. Ich muss warten. Oh Gott, oh Gott, oh, 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 ich wurde schon wieder. Meine Heilung wurde überpowered. Mein Verlangen zu leben wurde überpowered. Seite gemacht für Battlefront, dass man da zusammenspielen kann mit anderen Spielern. Okay. So, eigene Server haben die gemacht. Heute. Da gibt's ja schon lange oder so. Ja, das Spiel hatte kein eigenes Matchmaking oder so. Irgendwas war da. Dass man mit anderen zusammen suchen kann oder so. Mhm. Da haben die so eine, haben die eigene Seiten gemacht. Eigene Server haben die gemacht. Osric und seine Leute haben sich in der Nähe des Hauptplatzes einquartiert. Mir wäre Liz zwar lieber, aber in diesem Fall führt der schnellste Weg. So eine Standardfirma so bei Battlefield und so oder bei solchen Spielen. Mit ihnen fertig werden. Bleibt in Bewegung und lasst euch nicht von. Aber bei Battlefront war das halt nicht so, ne? Ich halte euch den Rücken frei. Wir haben die Fans ja die ganze Zeit drum gebeten, dass die das machen sollen. Oder zu arbeiten an dem Spiel. Ein Battlefield zu machen, das Spiel, das voll von Arsch war. Battlefield ist eigentlich besser, nur als die letzten Spiele, als sie sind nicht so gut ja, angekommen. Die letzten Spiele, die genau wie die Call of Duty. Ich sag doch, die Golden Era von den beiden, die sind bald an. Also die machen nur das. Ja. Ich guck mich hier um. Oh. Was gefunden? Da habe ich nur gewundert, warum der Typ, der hier folgt. Er folgt dir doch auch, oder? Ich kann den nicht. Aber weil wir stand eine Nachricht da unten, der Reisende folgt. Ja, bei dir? Ich hab keinen eigenen Reisenden. Ja, bei mir schon. Bei dir folgt Edgar gerade. Okay. Ich sehe nur einen Edgar. Bei mir heißt er aber irgendwie der Reisende. Bei dir heißt der Edgar. Irgendwie komisch. Ich kenne das Original, ey. Ich habe nur Bootleg Edgar. Guck Star Wars, die Bootleg-Version dann. Kennst du das, Daniel? Nee. Bootleg Dub? Nee, kennst du nicht? Nee. Das ist einfach chinesisch mit Google übersetzt. Das ist total zum Totlachen. Ja. Ja. Oder irgendeine Maschine hat das übersetzt, ey. Und jetzt sagen die voll bekloppt zum Schwachsinn, ey. Also irgendwie Star Wars Bootleg oder so, ey. Das macht den Film 100-mal lustiger, ey. Hier rein? Wir müssen hier rein, ja. Was ist denn da gerade? Ich habe nur gehört, wie jemand gestorben ist. So. Ja. Eindringling! Die Waffen nieder. Eindringling, wo? Der hat auch so leuchtende. Warum hat der so leuchtende, coole Sachen? Ich will die auch haben. Alles klar. Hallo, Edgar. Ich rede mal mit denen. Ich hoffe, die Lektionen des Glaubens, die ich für euch arrangiert habe, waren lehrreich. Ihr seid nichts als ein gewöhnlicher Schläger, Osric. Ihr nennt mich einen Ketzer, aber ihr seid es, der sein Gelübde verletzt und sein heiliges Amt entweiht hat. Also, werdet ihr nicht bereuen und um meine Vergebung betteln? Nun gut. Ich schicke euch in die Hölle, dann
ihr Mephisto um Gnade anflehen. Okay. Oh, greif mich ruhig an. Ich greif die gar nicht an. Also. Ja, greif mich an. Aua, aua, aua. Ich bin überhaupt nicht angegriffen. Und die Seelen dieser Männer auf in deine heilige Umarmung. Zeige ihnen, dass Gutes jenseits dieser gefallenen Welt liegt. Möge das Licht mit euch sein. Jetzt dein Page. Ein Monster weniger da draußen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, mein Freund. Aber wir laufen noch draußen rum. Was werdet ihr jetzt tun? Ich muss die tun. Oh, macht ihr jetzt aus eurem Leben? Ich dachte, ich könnte einfach eine Weile lang Leute außerhalb der Stadt verstecken. Jetzt gibt es keinen Sinn mehr in meinem Leben. Aber jetzt habe ich Angst. Naja, da hat Rache so an sich, ne? Dann, ne? Ich werde ein paar Leute nach Geakon. Wenn du die erfüllt hast, machst du dann danach. Vielleicht selbst in ein Boot steigen. Ein Weilchen und dann suchst du dir ein neues Racheziel, keine Ahnung. Hier. Nur noch mehr Rache. Sollte meine Waffe haben. Nun, da Osric tot ist, kommt. Ich will deine Waffe nicht, ich weiß jetzt schon, dass die Scheiße ist. Schwer vor. Ich glaube, bei euch ist sie besser aufgehoben. Ich benutze keine Sperre. Verpiss dich. Oh, Yoga, ein goldener Speer. Edgars Putze. Man muss dazu sagen, das ist ein Arschkratzer. Ah, wir hatten noch den Zahnstocher gefehlt. Okay. Oh, ich bin ein Eisballrock. Das halte ich von deinem Speer. Lass den einfach hier liegen. Oder ich handle den Daniel mit dem Daniel. Mit der. Ich gehe weg. Ich suche mal, ob hier irgendwo noch ein Schrein ist. Das sieht irgendwie so leer aus auf der Karte. Muss doch irgendwo einer sein. Darauf verwette ich dein Leben. Will ich dein eigenes Leben, ey. Ich geh mal zu so einem Schrein, so einem Lianen. Verschlossen. Warum finde ich jetzt so viel stille Truhen hier? Boah. Stufe 6 erreicht. Müssen wir irgendwie Gegner damit erledigen oder was? Ich muss warten. So. So. Was oder? Was ihn aktiviert? Ah, den hier schreien? Ja, schon lange. Hier ist eine Welle der Dunkelheit. Der Golem hat ihn in die Fresse gehauen, der ist wohl in den Teil geflogen. Sein Golem wird sehr viel stärker. Weiß ich nicht, ich merke da nicht viel Unterschied, ganz ehrlich. Oh. Könnt ihr den mit seltenen Knoten noch stärker machen, aber ich tue lieber erstmal
die Blüte da festhalten da oben. Ein Blütenspot. Wie viele Tafeln hast du denn jetzt? Ich bin noch nicht bereit. Was? Ich, wie viele Tafeln du hast? Wie viele Tafeln? Insgesamt, meinst du, wie viele Paragon-Bretter oder was? Ja, ja. Drei im Moment. Oh. Die ganzen Legendären, die sind irgendwie nicht so. Weil nicht. Nicht so unbedingt das, was ich brauche. Ja, das verstehe ich auch, deshalb habe ich auch nicht mehr. Ich könnte auch noch mehr Bretter. Ich brauche nicht mal mehr Legendären. Also wird halt gar nichts eigentlich. Ich tue eigentlich immer nur die legendären Dinger einsammeln und dann das nächste Brett anhängen. Ich habe gerade schon nur, dass ich genug Punkte noch übrig habe, um weiter nicht andere Legendäre zu kriegen. Deswegen habe ich hier alle zurückgefordert. Ja, mir ist das zu aufwendig. Ja. Ich dachte, wir kriegen eigentlich jetzt hier so einen Punkt für den Baum. Was ist das hier? Weltboss? Ne. Was ist gerade hier so heroisch? Okay, gehen wir. Das ist sogar in der Nähe des Baumes. Na gut. Ich geh mal zum Baum. Ich weiß nicht, wie viele Dinger du hast. Ich habe 9 von 10. Ja. Okay. Dann gehen wir mal da links hin. Da ist noch so ein Schrein. Dann gehen wir direkt zum Baum zurück. Hat ihr dieses Jahr Gamescom? Müsste ich noch Tickets holen. Weiß nicht, ich habe immer gefragt, ob wir nächstes Jahr mal wieder gehen, ne? Ja. Und letztes Jahr habe ich das gefragt. Mal gucken, habe ich jetzt gar nicht daran gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte deine schon so daran gewöhnt, nicht dahin zu gehen. Ja. Ja, wie lange ist das? 2 Jahre oder 3? Dann hat schon 3. Ja, 2 Jahre, glaube ich. Oder 4. Weiß nicht. Ja, 4 bestimmt nicht. Ich muss warten. Die Corona-Krise hing nicht 4 Jahre. Warte, ich zwei Bahn verdient. Habe ich 2020 gewonnen? Ich bin noch nicht bereit. Weiß nicht. Ich meine, die hat 2020 begonnen. So. Ich habe so viel Geld da. Ein Geister erledigen. Oh, ich gehe aber jetzt zum Schrein. Alle erweckt, abgeschlossen. Okay. What? So viel Explosion. Alle erweckt. Sonst der Ahn, Stufe 7. Wer sagt jetzt, wir haben alle 7 oder was? Ich weiß es nicht. Was war das? Was ist denn für ein Zeichen da auf der Karte? Oder nicht? Das sah so neu aus. Ja, das kenne ich auch nicht. Boshaften Herz, bebende Hand. Wenn er so Beschwörungsdinge ja freischaltet. So, Muskelkraft. Her damit. Noch einen seltenen Knoten aktiviert. Noch mehr Schaden. Der hat so diese blauen Dinger hier hinterlassen wir für den Zuckermann und so. Ja. Ob wir den jemals besiegen können, ist ein...
Deswegen bestimmt, oder macht halt so viel Schaden. Verstehe nicht, warum der so viel Schaden macht. Nicht solange ich in der Stadt bin. So. Chaos-Sammlung, Kopfschutz-Sammlung, Chaos-Sammlung. Das ist alles nicht so toll. Verloren und gefunden und verloren. Und gefunden und verloren und gefunden und verloren. Oh, so viel. Nein, da war ja nichts drin. Ne? Und da keine Chaos-Sammlung. Da ist ja nur Müll drin. Ne? Ich bin noch nicht bereit. Das Golden oder Orange. Ja. Wegen der halt. Keine falsche Scheu. Ich habe doch goldene Sachen bekommen, leider. Da haben wir es. Warum habe ich das hier? Also ruiniert nicht die ganze Arbeit. Ist irgendwo eine Truhe, ja. Laufendes Band. Was soll ich denn damit? So viel schwächer. Was zum? Warum ist denn das so viel schwächer? Level 60. Lasst von euch hören und kommt bald wieder. Ja, so viel zu schwach. Okay. Ich gehe mal zur fetten Gans. Fahr mal mehr von diesen Schreien, ey. Level 7 von 8 schon. Von 10. Was ist das denn für ein Berg gewesen? Am Berg mit dem Gesicht dran. Im Ladebildschirm. Okay. Ach ja, hier ist wieder der Ort, wo sich hier diese zwei Typen prügeln. Wieder einen Trank hier voll weggeballert. Ich immer mehr Platz in meinem Inventar. Tiefenwurzel. Bum, bum, bum. Ja, ich habe aber schon gute Arbeit gemacht zu haben. Das fällt mir nicht mehr hier rein. Ja, das ist doch gut. Wäre noch schöner, wenn die halt machen und wir sind immer noch nicht alles reparieren. Ja. Was soll ich mit dem reden? Feuer. Ich auch. Ja, ich bin aufgeschieden bei Gunst der Ahnung.
Okay. Eine geschundene Leiche. Komm, schinde mit mir. Ich hab da gar nichts. Aua. Ah. Ja, ist nichts. Ich bin noch nicht bereit. Ich sehe keine Leiche. Ich glaube, du hast sie schon komplett weggeschändet. Nein. Ich schwöre, sie war schon geschändet, als ich da war, Officer. Die sind auch da auch unterwegs. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Meine Tanke kommen mir nicht hinterher. Der explodiert, der eine. Schwer gestorben. Irgendwie sollen wir, wenn es irgendwie mehr Erfahrungspunkte kriegen oder irgendwie sowas, oder werden wir mit den Schreien interagieren? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin nicht so gecheckt, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht. Alarm explodieren. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. So kurz davor zu sterben, ey. Gift macht mir immer so viel Schaden. Ich brauche Zeit, um das zu machen. Ja. 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 Hört sich, ey, das war so richtiger Game-Changer, als ich die Tentakel damals entdeckt habe. Ja. Dafür kommt mir noch. Ich glaube, das müsste jetzt die letzte gewesen sein. Wir müssen Wellen überleben. Also. Oh Gott. Das ist voll witzig. Ich sehe einfach nur, wie mein gesamter Lebensbalken einfach nur grün ist. Aber da links auf dem Balken sieht man gar nichts. Da habe ich noch voll AP. Okay. Da war ich bei mir irgendwie nur so ein Fitzelchen roten Balken und irgendwie 90% ist bei mir grün wegen Gift und so.